In diesem Video zeige ich euch, wie man die Standardbildungsenthalpie von einem unbekannten Stoff in einer Reaktionsgleichung errechnen kann. Dazu ist uns die folgende Reaktionsgleichung gegeben. Fester Harnstoff verbrennt in reinem Sauerstoff zu Stickstoff, gasförmigem Wasser und Kohlendioxid. Für die Rechnung ist es später wichtig, die Reaktionsgleichung schon ausgeglichen zu haben. Die Standardreaktionsenthalpie beträgt bei 25 Grad Celsius minus 1088 Kilojoule. Außerdem sind die molaren Standardbildungsenthalpien von Wasser minus 241,83 Kilojoule pro Mol und Kohlendioxid minus 393,51 Kilojoule pro Mol gegeben. Um nun die Standardbildungsenthalpien von Harnstoff zu berechnen, muss erst einmal die allgemeine Formel der Reaktionsenthalpie in Richtung der Edukte umgestellt werden. Anschließend wird die Summe der Produkte der Standardbildungsenthalpien, also von Stickstoff, Wasser und Kohlendioxid, errechnet und mit der Reaktionsenthalpie subtrahiert. Dabei muss aber noch berücksichtigt werden, dass der Sauerstoff und der Stickstoff elementar vorliegen und somit die Standardbildungsenthalpien von 0 Kilojoule pro Mol besitzen. Deswegen kann man sie bei der folgenden Rechnung außer Acht lassen. Des Weiteren muss man auch die Atomanzahl der Stoffe mit der jeweiligen Standardbildungsenthalpie multiplizieren. Also 4 mal minus 241,83 Kilojoule pro Mol plus 2 mal minus 393,51 Kilojoule pro Mol minus die Reaktionsenthalpie, also minus 1088 Kilojoule. Da Harnstoff auch zweifach vorliegt, muss doch das Ergebnis durch 2 geteilt werden. Die Standardbildungsenthalpie von 1 Mol Harnstoff ist somit minus 333 Kilojoule pro Mol.